Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, ich habe ja gesagt, ich zeichne ein bisschen was an. Und wir bauen das Ding jetzt gemeinsam auf und dann machen wir den Mixer. Beziehungsweise wir verteidigen den Mixer. So, dafür müssen wir erstmal hier. Ich habe ein bisschen gewütet. Hier sieht es ein bisschen wüst aus. Ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht ganz praktisch, wenn wir ein Dach oben drauf setzen, auf dem wir uns notfalls aufstellen können. Eine Reihe Spikes drumherum. Ich habe auch diesmal nicht so viele Fenster gelassen, weil ich nicht weiß, wenn wieder Larven kommen sollten, ob die Larven quasi durch die Fenster wieder reinkommen. Deswegen habe ich nur hier vorne so ein paar Fenster. Und die Hoffnung ist, dass wir hauptsächlich von oben mit der Armbrust schießen können. Ich hoffe, ich habe genug Pfeile. Ich weiß ja nicht, wie viel diesmal kommen. Aber wir können jetzt zwischendurch auch raus und dann hüpfen wir wieder rein. Und ne, das ist ja. Da holen wir uns ein bisschen Pfeile. So. Jetzt müssen wir das ganze Ding erstmal einbauen. Ich denke mal, das ist wieder viel zu viel. Wobei, letztes Mal, beim letzten Mixer, haben die ja einiges zerstört, ne? So. Und fürs nächste Mal habe ich dann auch schon geplant, wir werden wieder ein bisschen bauen, dass wir eine Bauphase wieder mit einfügen. Dass wir nicht hier nur Mixer machen, Chips machen. So nicht einfach die Story runterrattern, sondern dass wir hier auch ein bisschen was entdecken und ein bisschen gemeinsam uns austoben. Weil das Bauen kommt, finde ich, einfach viel zu kurz. Ja? Da müssen wir mehr machen. Auch hier muss noch ein Stängel rein. So, aktuell haben wir hier nur Rasen. So, mit welchen darf ich denn anfangen? So. Dass wir da einen gesunden Mix haben, dass wir auch mal ein bisschen zusammenbauen. Das würde mich auch freuen, wenn wir das gemeinsam machen. Und vielleicht auch mal zusammen farmen gehen. Bis jetzt ist es ja immer so, dass ich die Materialien schon vorher. Naja, gut, in dem Fall hier war es ja recht einfach, aber ich sammle das ja immer zusammen. Und vielleicht können wir da auch mal gemeinsam losstratzen. So. Nehmen wir das hier nur auf. Aber ob das reicht, was ich hier kaputt gehauen habe? Ich weiß ja nicht. Man denkt immer, ob das nicht zu viel ist, aber wenn man es dann erstmal verbaut, dann ist viel auf einmal wenig, ne? Ein bisschen liegt ja noch rum, aber das wird nicht reichen. So. Mal oben hier einmal dicht machen. So. Stängel müssen wir dann noch holen und dann müssen wir ja noch diese. Hey! So unhöflich. Und wenn wir die Stängel geholt haben, wir müssen noch mal zur Basis, wir müssen noch diese Stacheln holen und Seile. Die werden ja auch nicht reichen, oder? Nee, ich habe ja nur 15 Stück, das wird nicht reichen. So, wo haben wir denn noch nicht gebaut? Hier fehlen die Stängel. Da können wir das noch ransetzen. So. Ja. Jetzt kann ich den wieder nicht bauen. Müssen wir hier rüber gehen. So, da kommen wir ein Glück rüber. Die Tiere zum Glück nicht. Oder ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ne? Da haben wir den Platz doch schon fast wieder aufgeräumt hier. So, wenn wir den hier unten fertig haben, können wir hier weiterbauen? Na sicher. So. Räumen wir erstmal auf, was wir hier so verwüstet haben. Oh nein. Ich hoffe ja, also was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen, eine Gasmaske. Weil ich bin irgendwie der festen Überzeugung, dass diese Stinkwanze hier auch rüberkommt. Bei der weiß ich allerdings nicht, wenn die sich entleert, ich weiß nicht, greift er den Mixer, wenn er kommen würde, direkt an? Oder würde er hier wieder rumfurzen? Und die Gase machen den Mixer kaputt. Das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario, weil dann müssen wir jedes Mal raus und müssen die Stinkwanze weghauen. So, hat nicht gereicht, der Rasen? Wow. Obwohl ich so gewütet habe. Ja. Musste auch umfallen. So.
Hau jetzt mal nicht so viel kaputt. Machen wir mal Stück für Stück, ne? So, oben. Unten. Und den können wir auch von außen machen. So. Vielleicht wäre es ja auch mal ganz interessant, gemeinsam anzuzeichnen. Ah? So, dass man so gemeinsam ein bisschen rätselt. Oh nein. Kleiner Moment, wir müssen einmal aus der Wolke. Tauschen. So, den vermoppen wir erstmal. Hier wird nicht rumgekreuzt. Das ist ökologisch nicht in Ordnung. Mit der Maske ist er ein Glück. Oder zum Glück ist er, wenn wir die Maske aufhaben, kein Gegner. Oh, wir müssen was trinken. Durch die Maske. Und Nahrung wäre nicht schlecht. Aber ich habe gar nichts dabei. Nur so ein paar Pilze, ne? Gut, die müssen wir einmal verbrauchen. So. Ich weiß gar nicht, macht der uns auch satt? Ne, heilt nur die Gesundheit. Naja. So, einmal Helm tauschen. Wir sind in der Bauphase. Oh, da hinten liegt nur einer, der kann da liegen bleiben. Den hier nehmen wir nochmal mit. So. Boah, nur drei. Gut, da müssen wir noch ein bisschen mehr wüten. Das reicht absolut nicht. Also vorn und hinten nicht. Und seitlich erst recht nicht. So. Hauen wir die hier vorne auch noch weg. Ich mag jetzt auch nicht zu viel abholzen. Nachher brauchen wir es gar nicht. Da können wir gleich nochmal einen Schluck trinken. Ja, komm. Das kann ich hier nicht bauen. Ach ja, 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 ja. Offiziell ist die Wand ja noch gar nicht da, ne? So. So. Den nehmen wir auch nochmal hier raus. Sonst stolpern wir da nachher drüber. Das wollen wir ja alle nicht. Ja. So. Ja, die Spikes, da bin ich auch mal gespannt. Also ob die wirklich so viel bringen oder ob die Tiere nur kurz Damage kriegen und dann sind die Spikes schon kaputt quasi. So, einmal voll machen. Haben wir hier schon wieder nichts doch? Ich wollte gerade sagen, noch so ein Stinker. Ja, das ist leider deren Revier. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die nachher damit bei sind. So. Kann ich da hoch eigentlich? So, hier haben wir jetzt weiter nichts, ne? Nee. Komm, wir hauen hier nochmal ein paar weg. Besser als wenn wir den Käfer jetzt wieder provozieren. So. Wir hätten jetzt auch die Mutation Grashacker da reinmachen können. Das war schneller den Rasen. Aber ist ja egal, ne? Wir kommen zurecht. Die paar Stängel, die können wir jetzt auch noch so einsammeln. So. Wo kommen wir denn hier hoch? Hier. Hier. Das Dach können wir bestimmt nur machen, wenn wir die Treppe fertig haben. Oder wenn wir da reinhüpfen. So, müssen wir nochmal ein bisschen Rasen holen. Den hier und den da oben. Jetzt haben wir nur 6. Wir verschwenden unser Potenzial. So, 8 Stängel, 8 Platten. Da komme ich nicht hoch, ne? So, den haben wir gekriegt. Komme ich da auch noch hin? Nee. Gut, dann müssen wir einmal Stängel holen, damit wir da weitermachen können. Wie viele brauchen wir denn? Wir haben ja die Fenster jeweils ein. Sind 1, 2, 3, 4 und die Treppe. Ja gut, und die Spikes letztendlich, die müssen wir auch mit Stängeln machen, ne? So, achso, hier war doch noch Wasser.
Ja, hier war Wasser. Gut, haben wir kein Wasser. Müssen wir so losgehen. So, Stängel. Ah, jetzt kommt die Ratnetspinne. So. Jetzt kommt die Ratnetspinne. Nein! Ich hänge hier irgendwie fest. Ich kann hier... Jetzt lass doch mal los. Was war denn das eben? Was war denn das eben für ein Buff hier? Ja, ich hoffe, der sieht uns nicht. Wir müssen abholzen. So. Die bringen immer gut was. Ein Löwenzahn bringt ja immer nur 6 Stück. Ah, Ausdauer. Aber bevor wir die mitnehmen, wir gehen einmal kurz was essen. So. Jetzt habe ich so eine wunderschöne Tür gebaut mit einem wunderschönen Treppenaufgang und springe immer noch über einen Stein. So, den nehmen wir mit. Die anderen schöpfen wir ab. Ja. Sehr schön. Ja, Essen. Essen ist mau, ne? Müssen wir erstmal zubereiten hier. Wir haben auch so... Habe ich hier noch irgendwas, was wir mal auf die Schnelle... Ja, komm. Wir essen Apfel. 2 und 3. Das muss erstmal reichen, bis das Fleisch fertig ist. So. Wollen wir die Stängel einsammeln und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Mit so einer Ladung. So, jetzt sind wir schon voll. Dem gehen wir aus dem Weg. Oh, die arme Laus. Ständig hat die Angst vor uns. Total unbegründet. Der Grill ist doch schon voll. Das ist nur eine Ameise. So. Machen wir erstmal das Fenster. Das Fenster, den hier lassen wir noch zum Rein- und Rausgehen. So. So. Und die nächsten Stängel wären denn... Wir könnten ein... Boah, ich kann hier gar nicht drunter durch. Das habe ich mir anders vorgestellt. Tatsächlich. Ich kann auch nur so mühselig darüber hüpfen, denn, ne? So, einen legen wir schon mal an die Seite. Den brauchen wir später. So. Wir können ja schon mal das, was wir haben. Seile, ne? Dann müssen wir noch Saft holen. Oh. Na, komm. Saft, Distel und Stängel brauchen wir. Ach, den haben wir schon, ne? Ne, den haben wir nicht. Ach, ich habe gar kein Seil mehr. Na, sagt doch einer was. So, grobes Seil. Stellen wir einmal her. Hm, fehlt immer noch einer. So. Müssen wir nochmal was herstellen. So. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann können wir jetzt einmal über die Treppe gehen. So, komme ich von hier aufs Dach? Ich komme da nicht mal aufs Dach. Das heißt, ich brauche hier nochmal so ein kleines Plateau. So. Und so. Höchstwahrscheinlich voll übertrieben. Aber leichter können wir den, glaube ich, nicht verteidigen. So, 1, 2, 3. Ist jetzt nicht viel gewesen. 1, 2, 3, 4, 5. Kommen wir immerhin auf unsere 8 Plätze, ne? Haben wir alles voll, so. Und
Toll. Toll. Komme ich denn hier auch wieder raus? Muss ich ja. Ich muss den ja später auch anmachen. Ja, jetzt gehen wir darüber. So. Und einer fehlt. Den holen wir uns von hier drinnen. Auf den Mixer. Na. So, und raus. Drüber. Das ist ja wie so eine Adventure-Map in Minecraft, wa? So, ein Stängel, den haben wir da liegen. Dann müssen wir noch 8 Stängel holen. Wir brauchen Saft und Disteln. Und dann können wir den Mixer schon bald anfangen, wa? Dann sind wir schon beinahe fertig mit Vorbereiten. Holen wir uns erstmal Saft und Disteln, dann könnte das Fleisch auch fertig sein. Dann können wir noch einmal ein Käferchen essen. So. Und Saft können, Wasser können wir nochmal abschöpfen. Sehr schön. So, dann nehmen wir alles. Und dann genehmigen wir uns einen guten Happen. So, und jetzt wollten wir noch Disteln holen. Da habe ich mehr als genug. Sniperbox. So, wir nehmen erstmal. Das sollte reichen, 60 Stück. Ich denke mal, die werden wir gar nicht brauchen. Dann brauchen wir noch Saft. Ja, Saft habe ich gar nicht mehr so viel, ne? So. Aber es sollte für unsere Zwecke genügen. So, jetzt machen wir einmal die Spikes fertig. Bekomme ich Damage, wenn ich dagegen gehe? Nee. Ach, mir fehlen die Stängel. Ich habe die Stängel vergessen. Ach, herrje. Nee, so können wir die Spikes nicht fertig bauen. So, 8 Stängel kann ich tragen. Ich weiß gar nicht. Oh nein. Ich habe ja ein paar mehr gesetzt, glaube ich. Ah. So. Oh nein. Kommt schon. Leute, bitte. Ich bin hier am Bauen. Aua. Ja, du willst es ja nicht anders. Aber das ist eine gute Frage, ob alle Tiere, die hier in der Nähe sind, mit mir jetzt Ärger wollen denn, ne? Es werden denn Stinkwanzen, Spinnen, Ameisen, Bombardierkäfer, wir haben ja alles hier. Ja. Braucht wohl auch ein bisschen Ausdauer. Und weg. Oh, ja, da war aber knapp. Hätte ich jetzt noch fast einen abgekriegt. So, wo habe ich denn jetzt mein Holz verloren hier? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und eine Nuss. So. Ist bestimmt total über. Ich glaube, die Folge wird heute länger, Freunde. Wir wollen den Mixer heute noch machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so lange bauen. Mit das bisschen. So. Und so, jetzt brauchen wir neue Stängel. Haben wir hier hinten nicht irgendwas, was wir. Ja, bei dem Stinkewanzen, da können wir was platthauen. Da habe ich aber tatsächlich nicht so das Interesse zu. Ja, welche potenziellen Gefahren können wir denn haben? Wir können die Wanzen haben. Wir können ihn hier haben. Der geht uns ja so schon ständig auf die Nerven. Wir können die Spinnen haben. Als potenzielle Gegner. Die Ameisen. Ich weiß halt wirklich nicht mehr, welche Tiere das letzte Mal den Mixer kaputt gemacht haben. Als ich den angeschmissen hatte. Im Moment. Ich will hier weg. So. Gehen wir einmal außen rum. So, wo muss ich denn jetzt? Hier muss ich hin, ne?
Ja, es wird spannend. Ich bin mal, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das besser wirkt. Wir haben ja jetzt letztes Mal hatten wir einen Stängel, Wall gebaut. Und da sind die Larven und die Spinnen schon ziemlich weit durchgebrochen. Jetzt haben wir alles nur aus Rasen gemacht. Nicht mal die stabilen Wände, es sind einfach nur die dünnen. Dafür aber die Spikes hier vorne. So. Wollen wir uns noch ein paar Verbände machen? Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. So. Wir nehmen hier nochmal ein paar Fasern auf. So. Und dann möchte ich ein paar Verbände herstellen. Ein paar Faserverbände. Ruhig so viel wie geht. Ne, brauchen wir ja immer. So, damit ist der Saft Alete. 20 Saft verbraten. Ah, schade. Heilbombe, die würde ich auch gern ausprobieren, aber nicht jetzt. Naja, heile ich hier noch die Tiere, ne? So. Also, der Grundgedanke. Wir würden anfangen hier oben wie so ein Burgschütze im Mittelalter mit der Armbrust runterzuschießen. Ich weiß natürlich nicht, ob wir alle Tiere von hier sehen würden, wenn die da stehen, aber wir haben die Spikes noch. Und im Anschluss könnten wir, wenn die irgendwo doch durchbrechen, noch runter und mit der Axt weitermachen. Wie viele Pfeile haben wir? 37. Komm, wir holen noch ein paar Pfeile. Wir lagern einmal unser Inventar ein. Und holen dann noch mal ein paar Pfeile. Und dann machen wir den Mixer an. Also den fangen wir diese Folge. Was heißt, den fangen wir an? Den machen wir diese Folge noch fertig. So. Ja. Ist er in das Netz gelaufen? Oh. Schnell weg hier, bevor der meine Basis vollsaut. So. Einmal hier rüber. Lagern wir alles ein. Was hat er weggepackt? Nichts von dem, was wir noch brauchen, oder? Wir haben die Verbände noch. Die hat er auch nicht weggeräumt. Da weiß er nicht, wohin, ne? Pass auf, die packen wir erstmal hier mit rein. Da können wir Stinkerpfeile eigentlich draus machen. Dann müssen wir unser Werkzeug noch einmal wegpacken. Oder wir reparieren immer gegen, wenn sie die Wände kaputt machen. Nein, wir packen weg. Zwei Steinäxte brauche ich eigentlich nicht, aber ja, schmeißen wir erstmal hier mit rein. So, wir haben den Degen, wir haben Pfeile. Die Schaufel brauchen wir nicht, können wir aber im Inventar lassen. Wir haben eine verbesserte Armbrust. Die macht ein bisschen mehr Schaden. Ich hätte gerne mehr Nachladegeschwindigkeit. Kann ich das machen? Ich hab keine Steine, ne? Müsste ich erst wieder. Ja, müsste ich mich erst wieder mit beschaffen, da wie ich die, welche Steine ich brauche. Ich glaube Schleifstein und wie ich die mache. Ich glaube an eine Werkbank. So, also, ah ja, genau. Ja. Musste kurz überlegen, was wir hier machen wollten. Wir möchten nämlich gerne noch einmal Pfeile haben. So, jetzt haben wir 62 im Rucksack, 87. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Können wir noch einmal schlafen, wenn wir denn dürfen? Damit wir es hell haben. Benutzen. In 3 Minuten. Ja, 3 Minuten müssen wir noch warten. Dann können wir wieder schlafen. So, dann machen wir hier wieder Seidenseile. So. Und hier machen wir normale Seile. Du-du-lü. So. Und. Ach, die waren ja beide Seile. Genau. So, was wollen wir denn noch machen in der Zeit? Wir könnten unsere Rüstung einmal reparieren. So. 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 Das Schild kann ich leider nicht reparieren. Ich habe kein Rüsselkäferfleisch mehr. Pusteblume müssten wir mal demnächst austauschen. Wir können uns ja mal. Die 3 Minuten sind wahrscheinlich schon rum, ne?
Ja, komm, komm, komm. Wir schlafen jetzt. Wir machen den Mixer. Mit dem anderen, was ich mir gerade gedacht habe, können wir uns morgen beschäftigen. Ich lasse mich von dem Spiel halt viel zu leicht ablenken, ne? So, die nehmen wir noch schnell raus hier. Die auch. Dann stellen wir auch erstmal keine mehr her. Sonst haben wir nämlich bald kein Netz mehr und ich weiß nicht, ob wir das noch für irgendwas gebrauchen können. So. Dann wollen wir mal zum Mixer. So, wo haben wir den Guten denn? So. Wollte gerade sagen. Gut. Okay, hier haben wir drauf hingearbeitet. Ist jetzt auch nicht so brutal. Ich wollte ja eigentlich richtig auftischen hier, aber dann habe ich mir gedacht, das könnte eigentlich schon reichen, wenn wir die Spikes nehmen. Ja, wir schauen mal. Also ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Kann sein, wir müssen ihn wieder reparieren. Aber ich möchte das mal ausprobieren, ob es denn reicht. Okay, so, wo kommt ihr her? Und wer kommt hierher? Hier sind ein paar tote Ameisen. Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Ameisen! Gut. Das wird ja relativ einfach. So, auf hier. Die Spikes bringen mir ja gar nichts, wa? Also nicht wirklich. Das habe ich mir jetzt, die habe ich mir jetzt aber wesentlich effektiver vorgestellt. So, jetzt haben wir hier nochmal ein paar große. Oh, ihr braucht auch ein paar mehr Oh, und Milben. So. Jetzt will er, dass ich da das Blatt weghacke. Und doch, du kriegst ein bisschen Damage von den Spikes, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, ja, das lohnt sich. Ihr schon? So. Ja, du wirst bestimmt auch gleich Ärger machen. Wir nehmen dich vorher aus dem Spiel. So. Hier haben wir auch noch... Kriegen die Damage? Au! Ihr Ganoven! So hinterlistig von hinten. Ah, nur Ameisen? Das habe ich letztes Mal nicht geschafft? Ich bin ja ein bisschen von mir enttäuscht, ne? Also für ein paar Milben und Ameisen habe ich hier echt dick aufgetischt, möchte ich behaupten. So. Okay, aber ich bin ja auch wesentlich besser ausgestattet, ne? Muss man ja auch dazu sagen. So, die Kadaver, die sammeln wir später ein. Oh, ich habe Durst. Und Hunger. So. Wir gehen auf Nummer sicher, ne? Scheinbar kommt hier schon gar nichts mehr. Das war ja jetzt, ja. So leicht enttäuschend. Also ich möchte nicht sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin ja froh, dass ich es geschafft habe. Es war noch nicht vorbei, aber ich behaupte jetzt mal, ich habe es schon geschafft. Aber ich habe es mir wesentlich wilder vorgestellt. So zum Beispiel. Autsch. So. Dich noch. Ja, Moment, ich brauche Ausdauer.
So. Ah, da kommt hier die erste Wand fast durch. Ja, komm her hier. So. Also die Spikes, von denen bin ich wirklich enttäuscht, aber von den Angriffen, ja, bin froh, dass ich es geschafft habe. Oder schaffen werde. Aber ich habe tatsächlich mehr erwartet. So, gerade nach dem Mixer im Heckenlabor hätte ich gewusst, dass das hier der leichteste sein wird. Dann hätte ich den zuerst gemacht. Wäre denn leichtsinnig geworden und am Heckenlabor 6-mal gestorben. So. Oh. Naja, es sind halt nur Ameisen, ne? Aber vielleicht, was natürlich sein kann, ist, dass die dann an mir Rache üben werden. Weil ich jetzt so viele von denen getötet habe, ne? Dass die meine Basis wieder angreifen. Oh. Boah, hier verschwindet. Das ist ja immerhin schöner Loot hier, ne? So. Gut. Viel mehr haben wir hier auch gar nicht. Aber da habe ich ja da... Also... Ich bin so semi-enttäuscht. Also ich bin nicht wirklich enttäuscht. Ich bin froh, dass das so einfach war. Wir haben es geschafft. Diese, ja... Und dieses Plundergebilde, was ich hier gebaut habe, das hat ausgereicht, um alle Angriffe abzuwehren. Ohne Probleme. Enttäuscht bin ich tatsächlich von den Stachelheimen. Da hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass die ein bisschen mehr Damage machen oder die Tiere zumindest so insofern aufhalten, dass die die erst kaputt machen müssen, bis die überhaupt an die Wand rankommen. Ja. Gut, aber wir haben es geschafft und darüber sollten wir dankbar sein, ne? So. Gut. Dann haben wir wieder einen Mixer erledigt. Die Folge ging jetzt doch nicht länger. Es war halt, also da müssen wir jetzt echt drüber reden, ne? Das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Das war viel unnötige Arbeit. Und also viel verschwendete Zeit hier im Einbauen. Ob der im Sandkasten auch so einfach ist? Vielleicht, wenn wir da ein paar Heiltränke haben und den gar nicht einbauen? Nehmen wir da ein bisschen Schlons mit und dann stellen wir uns so der Gefahr. Dann werten wir die Axt noch auf. Oder was war denn effektiv gegen die? Die Axt, ne? War das die Axt? Ne, der Degen. Den bauen wir auf. Gut, ja, dann haben wir auf jeden Fall 2 von 8 Mixern, ne? Dann können wir noch schnell in die Basis gehen. Das war jetzt ein, ja. Also ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass die Wanzen noch dazukommen. Dass der Bombardierkäfer noch dazukommt. So, also wesentlich mehr Tiere. Weil ja hier auch sehr viele Tiere sind, ne? Aber na gut. Nu ist vorbei, nu haben wir es geschafft. Konzentrieren wir uns wieder aufs Wesentliche. Dann würde ich sagen, als nächstes... Ja, wollen wir jetzt wirklich den Chip machen oder wollen wir als nächstes so eine Baufolge machen? Ich hätte ja schon Bock, dass das hier irgendwo entweder an der Vogeltränke, dass wir da mal fertig machen. Oder dass wir hier auch mal weiterkommen, weil ich baue ja hier gar nicht. Das ist so... Der Hauptgedanke war hier Main-Basis und jetzt baue ich immer überall da, wo ich kurz meine Mission machen muss. Also hier kommt ja echt schleppend vorwärts, ne? Da würde ich schon sagen, wir bauen das nächste Mal ein bisschen. Können ja hier schon mal den Aufgang eben ein bisschen machen. So.
Achso, ich habe ja, wir haben ja Stängel, haben wir ja en masse, ne? Naja, auch nicht mehr so. Aber ich hatte mal Stängel und Mast. So, den möchte ich nur da oben draufsetzen. Den hier um die Ecke. Naja, der muss da wieder weg. Der ist da ein bisschen fehl am Platz. So. Na. Ja, da muss ich nach oben. Ich komme da so nicht ran. So. Wir sind ja ein Glück schwindelfrei. Und so. Dann könnte man hier... Möchte ich hier ein Dach haben? Oder möchte ich hier so einen kleinen Übergang haben? So einen kleinen... So eine kleine Plattform vielleicht. Die dann aber auch überdacht ist mit Säulen. Vielleicht aus Stein. Hier eine Decke reinziehen. Ich denke schon, ne? Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Habe ich eigentlich noch was zu analysieren? Nö. So, aber mein Inventar kann ich einmal ausräumen. Ganz so viel habe ich ja echt nicht gekriegt, ne? Durchgehend enttäuscht. Durchgehend enttäuscht. Ja, wir haben uns eindeutig mehr erhofft. So, jetzt ist die Frage der Supership, ne? Der Supership ist hier im Mief. So, gucken wir auch noch mal kurz hin. Den haben wir nämlich hier. An der Gasflasche. Also da müssen wir auf jeden Fall Gasmasken besser mitnehmen. Ah, hier ist doch die Rechen... da ist doch ein Rechen. Steinanhöhe. Da muss doch die Wegmarkierung hin. Das passt sich doch super. Gehen wir zum Rechen, bauen da vielleicht noch eine Seilbahn hin. Machen die Wegmarkierung und dann fangen wir von dort an, den Chip zu machen. Dann haben wir doch einen Plan für die nächsten Folgen. Ha? Bauen wir uns darüber? Schöne Seilbahn? Da machen wir es dann aber so richtig Billo-mäßig mit der Ankunft, so wie hier. Oh, da habe ich immer noch nicht das Dach fertig. Ja. Nee, da machen wir es dann auch so billig wie da. In unfertig und klein. Nur kurz so eine Seilbahn und dann gehen wir auf Suche vom Chip, würde ich sagen. Das klingt doch nach einem Plan. Aber nächstes Mal würde ich dennoch gerne bauen, eigentlich. Ja, wir schauen mal. Ich schlafe jetzt eine Nacht drüber. Ich muss mir das überlegen. Wir sehen uns ja morgen wieder und dann lasst ihr euch überraschen, ja? Alles klar. Dann hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao.